Hallo, heute habe ich wieder eine ganz einfache Beanie für euch zum Nachhäkeln. Und zwar diesmal kann ich euch da zwei Varianten anbieten. Ich habe diese Mütze nur mit Reliefstäbchen und Luftmaschen gehäkelt und der Bund wird bei beiden Mützen gleich mit halben Stäbchen gehäkelt. Die Zunahmen, die sind hier ganz toll, weil die erfolgen hier nur über zwei Reihen. Das heißt, nach zwei Reihen habt ihr eure Maschenzahl erreicht. Das heißt, ihr braucht da auch nicht so viel aufpassen, wann und wie ihr zunehmen müsst. Das ist also wirklich ganz einfach. Da unterscheiden sich auch beide Mützen nicht. Das Einzige, was sich hier unterscheidet, ist, dass ich bei dieser Mütze immer die Reliefstäbchen von hinten rum gehäkelt habe. Da erscheinen die dann immer gleich. Und hier bei dieser Mütze, da werden die Reliefstäbchen einmal von vorne und einmal von hinten rum gehäkelt, abwechselnd. Und dadurch bekommt die Mütze dann eine ganz andere Optik. Aber auch hier werden dann immer Luftmaschen dazwischen gehäkelt. Die Mütze, die wird jetzt etwas fester wie die und wird auch etwas kürzer. Also wenn ihr sie dann, ich habe jetzt da 10 Reihen gehäkelt, wenn ihr die auch mit 10 Reihen häkelt, dann wird sie etwas kürzer. Also da könnt ihr dann gern auch ein oder zwei Reihen länger häkeln. Ich habe jetzt hier so ein 150 Gramm Knäuel verwendet, da reicht das auf jeden Fall. Ihr schlagt zuerst 4 Luftmaschen an. Und schließt dann die Runde mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche. Und in diesen Kreis, da häkelt ihr jetzt 10 Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. Fürs erste Stäbchen schlagt ihr 3 Luftmaschen an plus eine weitere Luftmasche. Und dann häkelt ihr, das ist jetzt das erste Stäbchen, dann häkelt ihr das zweite Stäbchen in den Kreis. Dann wieder eine Luftmasche und das dritte Stäbchen. 10 Stäbchen jeweils mit einer Luftmasche dazwischen. Luftmasche und Stäbchen. So, 10 Stäbchen, noch eine Luftmasche. Und jetzt schließt ihr den Kreis mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. 1, 2, 3. So, in der ersten Runde, da werden jetzt Reliefstäbchen und normale Stäbchen gehäkelt. Und zwar schlagt ihr jetzt nur eine Luftmasche an. Und wir beginnen mit einem Reliefstäbchen. Und dazu häkelt ihr das erste Reliefstäbchen gleich um das erste Stäbchen, beziehungsweise um die ersten drei Luftmaschen. Dabei geht ihr von hinten um die Masche und häkelt da euer Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und ein normales Stäbchen kommt jetzt um die Luftmasche der Vorrunde. Da werden jetzt die Maschen vermehrt, dann habt ihr insgesamt 10 Zunahmen. Eine Luftmasche und jetzt hier um das Stäbchen, da wieder ein Reliefstäbchen, von hinten um die Masche. Dann wieder eine Luftmasche, die Luftmasche nicht vergessen und ein normales Stäbchen um die Luftmasche der Vorrunde. Das wird jetzt immer abwechselnd gehäkelt und dann habt ihr, wie gesagt, 10 weitere Stäbchen. Wieder ein Reliefstäbchen von hinten um die Masche, Luftmasche und ein normales Stäbchen um die Luftmasche. Die ganze Runde dann. Noch ein Stäbchen um die Luftmasche, eine Luftmasche und jetzt schließt ihr die Runde mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. So, das wäre die erste Runde der Zunahmen. Und die nächste Runde, die wird gleich gehäkelt.
Da werden um die Stäbchen jeweils herum ein Reliefstäbchen gehäkelt und mit jeweils einer Luftmasche dazwischen und um die Luftmaschen der Vorrunde da auch jeweils ein Stäbchen. Dann habt ihr in dieser Runde 20 weitere Zunahmen. Dazu schlagt ihr wieder eine Luftmasche an und häkelt gleich das erste Reliefstäbchen um die Luftmasche und um das Stäbchen, um beide Maschen herum. Dadurch, sind ja jetzt zwei Maschen, die ihr da umhäkelt, da zieht ihr dann den Faden etwas an und dann häkelt ihr hier euer Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und hier ein Stäbchen um die Luftmasche der Vorrunde. Auch immer Luftmasche dazwischen und jetzt wieder ein Reliefstäbchen, auch wieder von hinten um die Masche. Luftmasche und ein Stäbchen um die Luftmasche der Vorrunde. Genau wie die erste Reihe, die Reliefstäbchen, Luftmasche und Stäbchen um die Luftmasche. So, jetzt noch eine Kettmasche in das erste Stäbchen. Dann werden die Zunahmen beendet. Ihr habt jetzt 40 Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen in der Runde. Ab jetzt werden nur noch Reliefstäbchen gehäkelt. Dazu schlagt ihr immer am Anfang nur eine Luftmasche an und häkelt gleich um das erste Stäbchen und um die Luftmasche herum euer erstes Reliefstäbchen. Den Faden ein bisschen anziehen. Und Luftmasche dazwischen und einfach nur um jedes Stäbchen ein Reliefstäbchen und Luftmasche. Das macht ihr dann jetzt insgesamt 10 Runden. So, das wäre dann die Variante, wenn ihr jetzt die braune Mütze häkeln möchtet, also wo nur von hinten um die Masche gestochen wird. Das macht ihr dann immer so, dass ihr von hinten um die Stäbchen häkelt. Wenn ihr jetzt die grau-grüne Mütze machen möchtet, dann häkelt ihr das abwechselnd. Ihr beginnt auch wieder mit einer Luftmasche, häkelt auch das erste Stäbchen um das erste Stäbchen von hinten herum, Luftmasche, und dann immer abwechselnd. Einmal geht ihr von hinten mit der Nadel um die Masche und bei der nächsten geht ihr dann von vorne um die Masche. Geht ihr hier mit der Nadel so durch, von vorne um die Maschen, haltet hier ein bisschen mit dem Finger fest und dann häkelt ihr hinten euer Stäbchen. Dann wieder Luftmasche, dann von hinten um die Masche, Luftmasche und jetzt wieder mit der Nadel von vorne um die Masche und hinten das Stäbchen häkeln. So, hier von hinten um die Masche, das geht natürlich einfacher, das mag ich auch lieber. Aber das andere ist im Prinzip auch nicht schwer. Mit der Nadel hier durch und dann hinten das Stäbchen häkeln. Immer abwechselnd. Einmal von hinten um die Masche, Luftmasche. Und von vorne um die Masche und hinten das Stäbchen häkeln. Ihr könnt auch, wenn ihr euch leichter tut, Moment, wenn ihr euch leichter tut, könnt ihr auch die Arbeit so ein bisschen drehen und dann von hinten so das Stäbchen häkeln. So, das wäre dann alles soweit. Jetzt habt ihr die Qual der Wahl, welche Mütze ihr lieber häkeln möchtet.
Wenn ihr fertig seid mit den 10 Runden, also wenn die Mutze ungefähr so 17-18 cm Höhe erreicht hat, dann häkelt ihr den Bund nur mit halben Stäbchen. Ich habe jetzt noch mal eine Mütze angefangen. Die wird jetzt etwas kürzer. Das ist noch der Rest von der Wolle. Und der Bund, der wird jetzt nur mit halben Stäbchen gehäkelt. Das heißt, hier werden halbe Stäbchen gehäkelt und keine Luftmaschen dazwischen. Und ich schließe auch, wenn ich mit halben Stäbchen einen Bund häkel, also nur beim Bund jetzt, dann schließe ich auch die Runde nicht mit einer Kettmasche zum Kreis. Das mache ich nicht, weil ich das so einfach schöner finde. Und wenn ihr das so gewohnt seid oder so machen möchtet, könnt ihr das natürlich. Ihr könnt jetzt, also ich habe jetzt hier die Arbeit beendet. Wenn ihr dann eure Runden fertig habt, dann häkelt ihr keine Luftmasche, sondern gleich das erste halbe Stäbchen in das erste Stäbchen. Und dann beginnt ihr in jedes Stäbchen, dann häkelt ihr in jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen. Einfach in Runden, ohne die Runden zu schließen. Und damit ihr nachher keinen Versatz habt, das zeige ich euch dann auch gleich. Hier werden dann die Luftmaschen, die werden jetzt einfach übersprungen. Nur in die Stäbchen jeweils ein halbes Stäbchen. Da könnt ihr euch, man kann hier nicht ganz gut sehen, wo man die Runde geschlossen hat. Und das soll man ja eigentlich auch nicht, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Da könnt ihr euch dann hier markieren, dass ihr dann immer seht, wo die Runde zu Ende seid. Und wenn ihr fertig seid, das zeige ich euch jetzt wieder bei der grauen Mütze. Also ihr häkelt den Bund ungefähr so 6, 7 oder 8 cm, je nachdem wie ihr möchtet. Ich habe das jetzt hier, glaube ich, 7 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen werden das dann. Also in der vorletzten Reihe, bevor ihr die letzte Reihe beginnt, dann häkelt ihr eine Kettmasche in die nächste Masche. Und dann wird gleich wieder ein halbes Stäbchen in die gleiche Masche gehäkelt. Nochmal. Da kommt noch ein halbes Stäbchen rein. Wenn die Runde beendet ist, wenn der Bund fertig ist, in der vorletzten Reihe, dann noch eine Kettmasche in die nächste Masche und gleich ein halbes Stäbchen wieder häkeln. Das ist da wichtig, damit ihr dann nachher keinen Versatz habt. Und dann häkelt ihr nochmal eine ganze Runde mit halben Stäbchen. So, ich habe die Runde jetzt beendet und da, wo ihr euer erstes halbes Stäbchen gehäkelt habt, da kommt jetzt noch eine Kettmasche rein. Da schließt ihr dann die Runde, dann den Faden abschneiden und dann könnt ihr den Faden einfach so durchziehen. So, dann wäre die Mütze beendet und ihr habt jetzt keinerlei Versatz und man sieht hier auch keine Linie, die hier verläuft. Das ist eine schöne runde Sache. Das geht jetzt bei festen Maschen, mache ich das so, und bei halben Stäbchen den Bund. Bei normalen Stäbchen, da geht das natürlich nicht. Dann ist das hier unten schön gerade. Da braucht ihr nur noch den Faden vernähen und dann ist eure Mütze fertig. So, dann hoffe ich, dass euch die Mütze gefällt, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr das gerne nachhäkeln möchtet. Das würde mich freuen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!